und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist jetzt schon Freitag, wir haben gestern total vergessen anzufangen und zu vloggen und dann war es schon zu spät, weil dann irgendwie schon 8 Uhr war und dann dachten wir fangen heute an zu vloggen und ja, jetzt hatten wir schon einen ziemlich erfolgreichen Morgen, wir haben bis um 9:30 geschlafen. Um 10:30 kam dann unsere Betreuerin. Wir haben einiges beredet, was die Augenarztgeschichte betrifft, weil ich habe gestern von denen ein Telefon gekriegt, dass sie doch nicht zuständig sind für meine Augenkrankheit und haben da ein mega Durcheinander gemacht und gestiftet in uns. Weil wir jetzt nicht wissen, wo wir unser Rezept herbekommen zur Lupenbrille, die ja doch wichtig wäre. Aber ja, es ist halt einfach so, dass diese Augenklinik irgendwie jetzt findet, wir sollten zu einem Spezialisten nach Lenzburg. Das ist relativ weit von mir entfernt und doof zu erreichen und ja, ich müsste da, glaube ich, mit dem Auto hin, mit der Betreuerin und ja, wir sind jetzt ziemlich in Aufruhr, weil wir nicht genau wissen, wie das jetzt läuft, wegen der Lupenbrille. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, ich will zu keinem Augenarzt, sondern zum Blindenverband. Uns über den Blindenverband machen, dass ich eine Brille kriege. Aber unsere Betreuerin findet, wir sollten unsere Augen wieder mal richtig abchecken lassen. Und ja, keine Ahnung. Es ist eigentlich ein Durcheinander, was ja eigentlich gar nicht sein müsste. Ich bräuchte eigentlich nur dieses blöde Rezept und dann wäre alles okay. Aber ja, und darüber haben wir heute sehr lange geredet und dann haben wir noch sonstige Termine ausgemacht und dann ja, keine Ahnung, war die Zeit dann schon um, die wir hatten und ja, jetzt war ich noch kurz einkaufen, aber nur gerade so ganz wenige Sachen, die gefehlt haben. Ich will heute Nachmittag vielleicht noch ein Bananenbrot backen, weil ich noch überreife Bananen hier habe und da brauchte ich noch ein paar Sachen. Und ja, jetzt mache ich mal Pause, bis die Putzhilfe kommt. Dann kommt die Putzhilfe und dann backe ich vielleicht und vielleicht mache ich auch das erst morgen. Ich weiß es noch nicht genau. Hey, meine Lieben, es ist Sonntag, morgen um 10:30. Ich wollte mich gestern eigentlich melden, weil gestern eigentlich ein toller Tag war. Wir waren bei einer Freundin. Wir waren essen, haben viel geredet und haben, ja, einen schönen Nachmittag verbracht. Dann kam ich nach Hause und war so müde, dass ich mich hier aufs Sofa gefletzt habe und dann eigentlich von 5:30 gestern Abend bis 10:30 heute Morgen geschlafen habe, nicht durchgehend, aber eigentlich ja immer wieder. Und ja, darum bin ich nicht zum Vloggen gekommen. Ich habe mir irgendwie diese Nacht ganz komische Sachen geträumt. Chris hat mir heute Morgen auch gesagt, sie hat komische Sachen geträumt und Entschuldigung. Ich konnte mich in der Nacht zum Teil nicht bewegen, obwohl ich wach war. Und
ganz komisch. Ganz komische Sachen haben wir diese Nacht durchgemacht. Ja, jetzt bin ich schon am Mittagessen kochen, weil wir hatten gestern nichts zum Abendbrot und ich habe einfach nur noch Hunger und will aber nichts Ungesundes essen. Jetzt mache ich mir Kartoffeln mit Quark und Gemüsesticks, also so Gemüse, was man ja einfach so roh isst, so rohkostmäßig. Und dann esse ich das und dann schaue ich weiter da Vampire Diaries. Wir sind im Moment voll am Suchten und ja, am Abend gehe ich dann in den Gottesdienst, ausnahmsweise abends, weil die Freundin, mit der wir das immer machen oder immer hingehen, kann heute Morgen nicht, was uns ja gar nicht schadet, sondern eigentlich zugute kommt. Ja, und ja, dann gehen wir heute Abend noch zum Gottesdienst und vielleicht backen wir nachher noch ein Bananenbrot und gehen baden. Also das wäre noch so, was heute ansteht. Das Bananenbrot möchte ich eigentlich unbedingt backen, weil die Bananen, die ich noch habe, sind schon ziemlich braun äußerlich. Und ja, mal gucken, ob ich das nachher noch mache. Aber jetzt essen wir zuerst was und dann werden wir sehen. So, das ist jetzt unser Essen. Das ist Markquark mit Kräuter. Und das sind Kartoffeln und Gurke. Hey, meine Lieben. So, hier ist Jana. Ich komme jetzt gerade aus der Badewanne. War jetzt gerade baden. Hat jetzt sehr gut getan. Wir haben heute wieder nichts gemacht. Wir haben viel hier auf dem Sofa gelegen und irgendwie geschlafen. Oder Vampire Diaries geguckt mit einem halben Auge. Oder die Wand angestarrt. Wir sind irgendwie nicht wirklich fit heute. Mental und körperlich eigentlich schon, aber mental ist einfach, ja, ist einfach nicht unser Tag heute. Wir sind sehr traurig. Wir wissen aber nicht warum. Wir sind sehr ausgelaugt. Wissen auch nicht warum, weil gestern war zwar anstrengend, aber nicht so anstrengend. Jetzt haben wir noch 20 Minuten, die wir uns nochmal hinlegen nach dem Baden. Schauen jetzt noch eine Folge, nicht eine halbe Folge, The Vampire Diaries. Und dann werden wir noch die Nägel lackieren. Ich weiß noch nicht, welche Farbe. Vielleicht macht es auch Chris. Dann wird es eher dunkler. Mal gucken, was wir drauf machen. Etwas wird es werden. Und ja. Ich melde mich nochmal, wenn ich mich geschminkt habe. Weil das übernehme ich heute. Ich habe mega Lust, etwas mit diesem etwas hier zu machen. Ich habe mich heute noch gar nicht gemeldet und wollte das jetzt noch tun und euch von meinem Gottesdienst erzählen, weil, ja, der war sehr emotional geladen, würde ich sagen. Es ging ums Thema Gemeinschaft, die Predigt ging ums Thema Gemeinschaft und schon während der Predigt war ich so, ja, schön, ich würde auch gerne mehr zur Gemeinschaft dazugeben oder in der Gemeinschaft leben. Aber ich habe einfach zu große Angst. Das hat mich voll traurig gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, ja, ich habe einfach voll Angst, anderen zu viel zu sein, anderen auf den Wecker zu gehen,
habe das Gefühl, dass ich anderen nichts bieten kann, dass wir anderen nichts bieten können, dass wir nicht für andere da sein können. Und ja, es hat mich voll traurig gemacht. Und dann gab es so eine Übung. Man hat anfangs des Gottesdienstes konnte man so auf ein Kärtchen sein Gebetsanliegen schreiben, wenn man das wollte. Ich kann das meistens nicht machen, weil das Licht in dem Raum einfach nicht für Sehbehinderte geeignet ist. Aber ich habe es dann in Gedanken gemacht und es war dann auch gut. Und dann gab es so 4, 5 Kreise, die gebildet wurden, ja, so 10 Leuten etwa. Und dann hat man in den Kreisen zuerst für sich gebetet, einfach Danke gesagt Gott, dann einfach für die andere Person, die gerade links und rechts neben einem steht, und dann hat man noch, ja, konnte man eben noch in die Mitte des Kreises stehen, um für sein Gebetsanliegen beten zu lassen. Und bei mir war es so, als es hieß, dass wir jetzt in diese Kreise gehen, hat sich bei mir alles gesträubt. Ich bin zitternd auf meinem Platz sitzen geblieben. Ich konnte nicht aufstehen. Ich war wie paralysiert. Ich konnte einfach nicht mehr. Und meine Freundin, die dabei war, hat dann gesagt, komm, wir gehen und so. Und ich so, nein, ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Ich muss schnell auf meine Uhr schauen. So. Entschuldigung, die hat gerade vibriert. Das hat mich irritiert. Ja, ich kann nicht. Und dann bin ich halt einfach nicht gegangen. Aber als dann das Thema kam, dass man für sein Gebetsanliegen beten kann, und wenn jetzt noch jemand in den Kreis will, dass er auch gehen darf, wenn er noch nicht jetzt im Kreis stand, da habe ich dann gespürt, wie Gott mich gerufen hat, sage ich jetzt mal, und sagte, hey, lass für dich beten, ich bin da. Und ich habe dann einfach für meine seelische Gesundheit und für die Albträume, die im Moment sehr schlimm sind, habe ich beten lassen. Und als wir wieder am Platz waren, also die Situation an sich war irgendwie sehr unangenehm, weil alle mich angefasst haben, nicht mitten in diesem Kreis stand. Und trotzdem war es sehr tröstend. Es war mega. Auf einer Seite dachte ich mir, weg hier. Auf der anderen Seite dachte ich mir, oh, es tut gut. Es war wirklich sehr speziell. Und ja, dann als ich wieder am Platz war, habe ich einfach nur noch geweint. Und ich kann nicht mal sagen, warum. Aber es flossen mir einfach die Tränen vor. Einerseits vor Trauer, ich war aufgewühlt, irgendwie kamen Fetzen von Träumen hoch. Auf der anderen Seite war ich mega dankbar. Es war ein mega Gefühlschaos, und ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich bin einfach dort gesessen und habe geheult. Und es lief einfach Lobpreismusik, also die Lobpreisband war aktiv vorne und hat Lobpreis gemacht. Und es war einfach so, ich war so emotional und ich kann es echt nicht beschreiben, warum und wieso. Und ich war einfach, ja, es hat mich einfach übermannt.
Und dann kam wieder die Trauer, weil ich dachte, ich möchte eigentlich gerne in eine Small Group. Eine Small Group ist eine Gruppe aus der Kirche, wo man sich in kleinen Gruppen einmal, zweimal, nein, glaube ich, einmal in der Woche, genau, einmal in der Woche oder zweimal im Monat, irgendwie so trifft man sich. Und ja, das hat mich auch irgendwie mega traurig gemacht, weil ich eigentlich gerne in so eine Gruppe gehen würde, aber ich traue mich das einfach nicht. Ich traue mich nicht, mich anzumelden. Aber ich habe jetzt noch mit der Freundin geredet. Sie ist da manchmal sehr gut. Manchmal ist sie auch sehr fromm. Anfangs hatten wir ein Gespräch, was sehr fromm war. Aber sie hat dann gemeint, ich habe früher in einer anderen Kirche, wo wir zusammen waren, habe ich im Willkommensteam gearbeitet. Und das könnte ich jetzt eigentlich auch wieder machen. Und vielleicht, ich werde es morgen in der Seelsorge nochmal besprechen, aber vielleicht werde ich den ersten Schritt machen und mich mal anmelden und fragen, ob sie überhaupt jemanden brauchen. Und ich möchte einfach wieder dienen und mit Gott, für Gott gehen und mit Gott, für Gott. Ja, einfach, dass ich ja wieder für Gott gehen möchte und vor allem für die Gemeinschaft und ja, nicht so Angst habe, dass ich einfach nichts zunutze bin und so. Aber ich werde das auf jeden Fall morgen in der Seelsorge ansprechen und dann mal gucken. Und jetzt höre ich auf zu labern, beende diesen Vlog, weil es ist jetzt schon 8:50 und ich muss morgen um 7:30 wieder aufstehen. Und darum gehe ich jetzt schlafen. Mit ganz vielen Gedanken im Kopf hoffe ich, dass ich überhaupt schlafen kann. Und ja, mal gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!